Mein Name ist Lars Titzke. Ich bin 42 Jahre alt, wohne hier in Koblenz, viel besser gesagt in Rehns, und bin seit vielen Jahren, seit 20 Jahren jetzt Ingenieur, Bauingenieur, TGA-Ingenieur. Und wenn man es eigentlich genau zusammenfassen möchte, Gebäude-Kybernetiker, vielleicht sogar noch etwas detaillierter Energiedesigner. Bin auch Inhaber eines Ingenieurbüros für Energiedesign und wir beschäftigen uns im Grunde genommen mit allen Thematiken rund um das Gebäude und um das Systemverständnis von Gebäuden. Die Kernidee dessen, was wir selbst oder was ich selbst gelehrt bekommen habe und seit 2012 selber lehre in unterschiedlichen Disziplinen hier in Koblenz an der Hochschule mit Energietechnik, mit dem Schwerpunkt TGA oder in der Hochschule in Mainz mit Bauphysik und dynamischer Gebäudesimulation oder in der Hochschule in Frankfurt mit Bauphysik in den Kernkompetenzen. Das sind so die einzelnen Punkte, die wir eigentlich näher bringen möchten, das Grundverständnis fürs Gebäude, für die Gebäudephysik und für die Anlagentechnik und dessen, wie man heutzutage Gebäude betrachten darf und letztendlich auch planen darf. Und dafür versuchen wir in Vinaba praxisorientiert und zielgerichtet Seminare anzubieten, das Grundverständnis zu entwickeln und nicht nur in die Analyse zu gehen, sondern auch in die Optimierung dessen, dass man das Gebäude als ganzheitliches System betrachtet und dann selbst in die Konzeption und in die Planleistung gehen kann. Die ersten Überlegungen, ein Weiterbildungsinstitut zu gründen, war, dass ich mit Martin Servers und Stefan Mock, dass wir uns in Vorlesungen und in den Reihen und in den Pausen der Vorlesungen uns häufig miteinander zusammengesetzt haben und dass wir eigentlich versucht haben, dass das, was wir in der Lehre aus der reinen Lehrform auch in die Praxis überzusetzen und aus der Erfahrung heraus, dass viele Seminare, die wir unterschiedlich in Deutschland platzieren, dass wir diese zusammenführen und dass wir die einzelnen Kompetenzen, die wir haben, zusammenführen. Und diese Idee, die seit 8, 9, 10 Jahren so in uns schlummert und die wir immer wieder aufgekocht haben, haben wir jetzt zusammengefasst und bieten ein ganzheitliches Seminarprogramm an in allen Themenbereichen der Bauphysik, der Gebäudehülle und der Anlagentechnik. Wir haben Vinaba gegründet oder mit dem Gründungsgedanken an Vinaba herangetreten, dass wir die Bauphysik und die Technik Gebäudeausrüstung und die Thematiken, die wir platzieren, rund um Energiewende, um klimaangepasstes Bauen und auch um die Spezialthemen, dass wir diese in die Wohnzimmer, in die Büros hineintragen, dass wir das digitalisieren und dass wir ein Gefühl dafür finden, wie wir Lehre und auch Informationen praxisgerecht in kurzen Einheiten oder auch als Tagesseminare an die Empfänger heran oder an Adressaten herantragen können. Und die digitale Lehre ist etwas, was man in Zeiten von Corona eigentlich gespürt und aufgenommen hat und was auch eine Akzeptanz gefunden hat. Und der Wunsch dessen, dass man heutzutage an jedem Ort der Welt entweder einen Podcast oder ein kleines YouTube-Video oder ein Seminar buchen kann, ist, glaube ich, heutzutage ein ganz ansprechender Gedanke dessen, dass man sich weiterbilden kann. Meine Schwerpunkte, die ich in die Seminare hineinsetze, ist zum einen daher, was ich in der Ausbildung selbst durchlebt habe, aber auch, wo der Praxisalltag einfach Informationen fordert. Und hier ist es mit Sicherheit die Bauphysik und alle Themenfelder, die die Bauphysik berühren und die technische Gebäudeausrüstung. Das heißt, in die Anlagentechniken, innovative Anlagentechniken bis hin zu dem weiteren Gedanken, dass man heutzutage nicht mehr nur Heizungsanlagen in das Gebäude implementiert, sondern dass man einen Schritt weitergeht, dass man darüber sich Gedanken macht, was setze ich heute eigentlich für Heizungstechniken in das Gebäude, die nicht nur Wärme erzeugen für die Raumwärme und fürs Trinkwarmwasser, sondern auch Strom produzieren und dass wir hierüber einen gesamtheitlichen Gedanken bekommen, dessen, was können wir an Anlagenkonfigurationen in das Gebäude implementieren.
Und das werden im Großen auch so die Themenschwerpunkte sein, die ich in meinen Seminaren versuche zu vermitteln. Wir wollen im Grunde genommen unsere Seminare an Wissenshungrige, die weiterkommen wollen, die über den Tellerrand hinausschauen wollen oder die sich in einzelnen Themenfeldern noch mal etwas aufschlauen wollen. Im Grunde genommen an die Ingenieure, Architekten, Energieberater, an die Anwender, die draußen vor Ort jeden Tag schon gute Konzeptionen durchführen und erschließen und die sich mit den einzelnen Ingenieursdisziplinen auseinandersetzen. Und hier wollen wir versuchen, das Wissen noch etwas näher zu bringen und etwas über den Tellerrand hinaus zu berichten. Das heißt, wir sprechen die Allgemeinverdächtigen der Ingenieurskunst, der Bauingenieure, der TGA-Ingenieure und auch der praxisorientierten Energieberater an.